Die guten Nachrichten zuerst. Wir haben 45,6 Millionen Beschäftigte in diesem Land, absolute Rekordbeschäftigung. So viele Beschäftigte gab es noch nie. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Ergebnis von 16 Jahren erfolgreich geführter Unionsregierung. Wir haben den Arbeitsmarkt auf starke Füße gestellt. Doch ausruhen dürfen Sie sich darauf nicht. Wenn die Regierung jetzt nicht handelt, dann fehlen in etwa 10 Jahren 7 Millionen Fachkräfte.